Halli, hallo, hallöchen ihr Lieben, Strange Days hier, Mehr Dark Forces und als allererstes, ja, sorry, dass ich letztes Mal wieder den Fehler mit dem Cursor gemacht habe, von dem ich im allerersten Video, glaube ich, mal gesprochen hatte, dass ihr die ganze Zeit das scheiß Vista-Ladekreis-Ding hier in der Mitte hattet. Ha, passiert, ne? Ich hatte keine Lust, es nochmal aufzunehmen. Könnt ihr sicher mit leben. Und ja. Und ich sollte auch erwähnen, dass es mittlerweile relativ spät ist. Und ich ein wenig durch den Wind mittlerweile bin, weil die Nacht immer länger wird, weil ich in einem Versuch stecke, nach einer Sache zu machen, die ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und zwar eine Nacht lang auf Kaffee und Tee durchzocken und nebenbei Herr der Ringe gucken. Immer so zwischendurch einen Film und ich gucke mal, wie lange ich durchhalte. Ich bin auf jeden Fall, schon so ein bisschen angeschlagen. Und ich zock irgendwie auch die ganze Nacht und zwischendurch nehme ich auch mal ein Video auf. Und das ist jetzt natürlich, ja, wie immer bei den Dark Forces Videos. Ich rede da viel zu oft drüber, aber die sind ja mal viel später. Und monatelang schon aufgenommen, deswegen hört ihr das hier, ja, ist diese Nacht eigentlich schon eine Zeit lang her. Okay, Imperial City, ich habe den Cursor ausgestellt, da bin ich ganz sicher. Und sehen wir uns mal um. Ah. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, Keil, an. Nein, ich glaube nicht. So weit sind wir noch nicht. Das mache ich vielleicht nur, wenn ich betrunken bin. Ich habe die Naver-Card überprüft, die du von Jabbas Gefolgsleuten gestohlen hast. Auf der Karte befinden sich imperiale Navigationsdaten, die mit einem militärischen Code verschlüsselt sind. Man muss die Karte in ein Dekodiergerät stecken, um die Daten für den Navigationscomputer zu entschlüsseln. Diese Karte kann uns sagen, wohin die Schmuggler ihre Fracht liefern. Unglücklicherweise ist die Karte ohne Dekodiergerät wertlos. Das Gerät befindet sich in Imperial City, im Herzen des Imperiums. Ich glaube, ich brauche dir nicht zu sagen, wie gefährlich diese Mission ist. Oh yeah. Medin, Crux Medin, ne? Der Schmuggler-Typ und so. Oder was war der? Auch ein Waffenlieferant. Hä. Medin hat mir durch seine Kontakte einen Sicherheitscode verschafft, der es mir ermöglicht, in die Stadt zu gelangen und dich abzusetzen. Dein Ziel ist das Gebäude der imperialen Sicherheitsabteilung, das Zentrum für verdeckte Operationen und des Nachrichtendienstes. Das Gebäude hat die höchste Sicherheitsstufe, die Wachen sind hier besonders zahlreich. Das Dekodiergerät wird in einem großen Untergrundgewölbe im Herzen des Gebäudes aufbewahrt. Sobald du den Zentralcomputer geknackt hast, kannst du die Naver-Karte in den Decoder stecken und die Navigationsdaten auf Datenbändern speichern. Verlasse dann das Gebäude und kehre mit den Datenbändern zum Schiff zurück. Meine Güte, es hört sich alles so kompliziert an, im Endeffekt muss man sich nur irgendwo vorstellen und drücken. Obwohl, ich muss gar nicht so das Maul aufreißen. Ich bin in dieser einen Mission, wo ein etwas komplizierteres Rätsel drin war, ja schon kläglich gescheitert. Falls ihr euch erinnert. Okay, ja. Also im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, bei Dark Forces, diese Missionen heißen, abgesehen von diesen gelegentlichen Rätseln, sind diese Missionsbeschreibungen meistens, schieß dich da mal durch, bis du irgendwo drauf drücken kannst. Und damit bin ich auch ganz zufrieden. Ja, cool. Oh yeah. Ah. Der Ruckler hat mich jetzt voll rausgebracht gerade. Oh yeah. Da ist er! Da-da-ding. Muss man lieben, den Sound. Oh! Oh krass, okay. Das ist die erste Mission, die wir anfangen, komplett ohne normale Blaster-Munition. Interessant. Wow, wow, was ist das? Ach, so einer wieder. Ja, nun wieder. Hey du, da
frage mich, ob ich das überhaupt heute Nacht hinbekomme. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Reflexe besonders gut sind und meine Ego-Shooter-Skills. Werden wir sehen, ne? Ja. Werden wir. Ich muss mal ganz kurz das Video pausieren. Ich bin sofort wieder da. Sorry. Hätte ich doch beinahe meinen Tee vergessen. So geht das ja nicht. Der ist bestimmt jetzt schon überdurchschnittlich stark. Wird mir aber die nötige Nervenruhe geben, um ein paar imperialen faschisten Schweinen die Köpfe wegzuschießen. Oh yeah. Ich habe bestimmt noch nie erwähnt, dass ich es, wie cool ich es finde, dass jedes Level seinen eigenen Stil hat, so ein bisschen. Schöne architektonisch was ganz Neues hier. Wow, wow, okay. Ein auf, oh Gott. Oh Gott, ich bin, wirklich nicht so auf der Höhe gerade. Okay, haben wir das auch geregelt. Okay, wir haben ja auf jeden Fall einen relativ komplexen Aufzug. Der konnte auch auf jeden Fall hochfahren, da bin ich sicher. Und der kann auch weiter runterfahren, wie es aussieht. Scheint ein Level, vor allem ein etagenweise aufgebauter Level zu sein. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Das könnte auch heißen, dass man leicht irgendwo runterfallen kann. Wer schießt? Ah, du! Oder sie. Wir kennen uns ja gar nicht. In Deutschland sieht man sich ja, wenn man sich nicht kennt. Oder irgendwelche sozialen Aspekte, das Verlangen, Alter oder Stellung. Oder ja, Arbeitsverhältnisse. Aber das sind ja oft, ist ja oft die Stellung. Und sowas. Das hat jetzt so gar nicht geklappt. Ich wollte jetzt, ich hatte eine strange-daysche Abschweifung, wie ich sie ganz unbescheiden nenne, vor. Und, mich ins Nirvana quatschen und so. Aber es hat nicht ganz geklappt. Da kam jetzt nichts mehr. Ich wollte jetzt eigentlich darauf eingehen, ob man denn so... Ja, ob denn soziale Verhältnisse, ob Siezen denn an sich eine gute Sache ist. Ob so Höflichkeitsformen, kann man darüber reden. Brauchen wir Höflichkeitsformen? Ich meine, das kann eine gewisse Grenze zwischen Menschen schaffen, auf jeden Fall. Da muss man ja wenig drüber diskutieren. Also ich meine, das ist einfach eine sprachliche Barriere. Ich wollte sagen künstlich, aber ob die wirklich künstlich ist, weiß man nicht unbedingt. Weil Höflichkeitsformen gibt es ja in vielen Ländern. Ich weiß nicht, ob es in vielen Sprachen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es mehr Sprachen mit oder ohne Höflichkeitsformen gibt. Also jetzt im Englischen gibt es sie zum Beispiel nicht in der Form. Ne? So jetzt sie, dann gibt es halt nur you und. Also ich finde die nicht ausschließlich schlecht. Viele so sagen, das braucht man halt überhaupt nicht, das ist voll spießig zu siezen und so und
wieso stelle ich damit andere Leute über mich, aber ich habe zum Beispiel auch lange in einer Firma, oder lange, Quatsch, überhaupt nicht lange, aber ein halbes Jahr in einer Firma gearbeitet, in der alle ganz cool und Freunde waren und ja, da gab es kein Siezen. Da wurde sich geduzt, auch mit dem Chef. Und das war nicht immer nur positiv. Das kann auch, ja, ab und zu braucht man, um ein professionelles Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten und ein produktives, braucht man ab und zu diesen Abstand, glaube ich. Das ist meine Erfahrung. Ha! Gott sei Dank hat die Abschweifung doch noch geklappt. Ich renne hier völlig planlos rum. Aber ich schwöre, das liegt nicht an der Abschweifung. Falls ihr jetzt gedacht habt, halt die Klappe und konzentriere dich aufs Spiel. Ich bin ziemlich sicher, dass auch, wäre ich ruhig gewesen, ich verwirrt rumgelaufen wäre. Ja, falls jetzt irgendwer gemerkt hat, nicht, dass ihr mich jetzt irgendwie des Plagiats beschreit oder so, ich gebe jetzt die nötige Fußnote. Die Strange Daysche Abschweifung ist mir nicht gerade einfach so eingefallen, sondern kommt natürlich von Walter Moers Mythenmetzsche Abschweifung. Ah, ich dachte, das trifft irgendwen. Oh wow, da ist ein Dark Trooper dabei. Den habe ich überhaupt nicht bemerkt. Oh Gott, ich habe auf den schrecklichen Moment gewartet, wo die zu, ja, regelmäßigen Gegnern werden. Oh! Wow, 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 das ist ja die Hölle hier. Du, hau mal ab, lass mich bloß in Ruhe mit deinem Mist. Ich will mir deine Probleme nicht anhören. Gott, hier nee, komme ich irgendwie von woanders da dran? Also so geht das nicht. Ich muss zumindest irgendwie... Jesus fucking Christ! Okay, das dauert viel zu lange, das klappt so nicht. Ich muss an meine... Genau die. Oh. Das hilft auch gegen normale Stormtrooper, Gott sei Dank. Ich renne gleich doch eh sowieso, ich sehe ja schon meine eigenen Minen. Oh Gott, erwischt. Wow. Oh, ich bin immer noch nicht tot, was geht denn ab? Naja, auf jeden Fall, in diesem Rahmen können uns auch den Arbeiter, es ist nicht nur so, dass Höflichkeitsformen oft für produktive Arbeit für den Chef notwendig sind, sondern nein, Höflichkeitsformen können uns auch dabei behilflich sein, das Private vor dem Öffentlichen zu trennen, um mal in, ja, nein, so weit gehe ich jetzt nicht, auf jeden Fall das Private von dem Öffentlichen zu trennen und. Das ist wichtig. Also vor allem, keine Ahnung. Ich habe mich zum Beispiel immer geweigert, die Facebook-Seite unserer Firma zu liken oder so oder darauf aktiv zu sein mit meinem tatsächlichen Profil, weil, ja, das war mir zu privat. Das muss getrennt sein. Irgendwo muss eine Grenze verlaufen. Eine Grenze bleiben, finde ich. Weil, keine Ahnung, auch wenn man dann irgendwann... Wieso... Ja, genau, das sollte passieren. Genau. Weil irgendwo kommt dann der Punkt, auch zum Beispiel, wenn man dann ein Smartphone besitzt, dass man auch E-Mails jenseits der eigentlichen Arbeitszeiten empfängt. Ständig. Von der Arbeit und sowas. Und ja, dann verschmilzen Privates und Öffentliches, oder Privates und Professionelles meinetwegen. Und Höflichkeitsformen können da vielleicht eine gewisse Grenze aufrechterhalten, die uns sonst verloren gehen würde.
Okay, ich dachte. Oh Gott, bestimmt soll ich nicht da reinlaufen. Wenn wir eins von Splinter Cell gelernt haben, oder der Thief-Serie, wenn ihr wollt, dann, dass man nicht in die Scheinwerfer rennt. Ich nehme besser einen Schluck Tee. Jesus fucking Christ, der war noch heißer, als ich erwartet hatte. Okay, cool. Machen wir schon. Oh Gott. Was? Großartig. Das war mal wieder Pro bis zum geht nicht mehr. Ich würde jetzt schon gerne wissen, was passiert, wenn man in das Licht reinläuft, ehrlich gesagt. Aber ich verzichte. Oh. Aha. Nein, nein, nein. Okay. Keine Schlägereien mehr, das kostet nicht jetzt zu viel. Ah. Hilfe! Wow. Das. Meine Fresse. Das war jetzt orientierungstechnisch. Wow. Ist mir schwindelig. Bin aber ein bisschen schlecht. Nein, nicht wirklich. Weißt, wenn alle anderen schon ruhig sind, muss irgendein Arschloch immer noch Trouble machen. In so Leuten wie denen gerät man in Kneipenschlägereien, die man wirklich geraten will. Okay. Oh, Mann. Das ist ein Rätsel. Okay, das bringt's auf die Etage. Komm schon. Oh, okay. Ist nichts drin, ja. Ah, da hätte ich reingemusst. Vielleicht hätte ich da reingemusst. Ich weiß es auch nicht. Ha. Ja, bewegt das sich jetzt wieder oder nicht? Okay. Oh nein, ich wollte nicht so schnell wieder runter. Was ist das zum Beispiel? Dann kommt er wieder hoch, okay. Also ich war ganz unten. Nee, auch nicht. Ganz unten war doch ein Raum, der aussah, als sollte man da vielleicht mal reingehen. Der war es auch nicht. Und dann warst du da drüben. Verdammt! Oh, sorry, ich glaube, ich habe voll ins Mikro geschrien gerade. Okay. Das war aber noch nicht. Nein, oh Mann. Ich sollte mitzählen. Ich möchte nicht zählen. Okay, auf ein neues. Fünf. Ich glaube, das ist es jetzt, oder? Sechs, ja. Ah, meine Güte. Und jetzt geht er wieder hoch, ne? Ich probiere es nicht aus, sonst. Okay. Hallo Tür. Was verbirgt sich Schreckliches hinter dir? Wow! Meine Güte! Das Spiel macht mittlerweile echt ernst, oder? Warte mal, aber jetzt benutzen wir doch mal BAM! Unseren Zweitschuss. Der passt doch gerade wunderbar. Ein Massaker ohne Gleichen. Oh Gott, ich hätte diesem Video eine ab 18 Nachricht vorstellen sollen. Das ist ja. Oh Gott, die Gewalt. Die Gewalt.
Ah. Wow. Die, allein weil die mich nicht mehr mögen, werden die mich jetzt alle für immer siezen. Ist... Au. Okay, meine Schilde sind fast weg. Okay, okay. Ja, ich bin da nicht sicher, wie lange ich aufnehme, aber ich glaube, es sind erst 20 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Wahrscheinlich täusche ich mich. Und wo? Ah, da. Links, rechts, wieder in sowas hier rein, oder? Muss ich... Oh. Okay. Ach so, das geht nur runter. Okay, okay. Okay. Und hier gibt es auch nichts zu holen oder zu sehen. Na dann. Ist das hier auch so? Als vergolden güldet hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Wow. Meine Güte, ey. Treffen wir gleich noch. Waren das Büsten vom Imperator? Ja, ne? Ich möchte gerne zumindest erst die Typen da hinten loswerden, bevor ich die Türme loswerde. Nein, falsch. Funktioniert überhaupt nicht, was ich hier mache. Oh Gott, die Tür ist hinter mir zugegangen und ich werde mein erstes Leben gleich verlieren. Ah, okay, machen wir es mal auf die Brutale. Auf die Brutalere. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Ah. Wie uncool. Naja. Erstes Leben verloren, finde ich einen netten Punkt, um einen Schnitt im Video zu machen. Und in der Mission zumindest. Und Gott, ich habe echt Angst, was uns in diesem Level noch erwartet. Findet es mit mir zusammen heraus. Oder nicht. Bis dahin. Hallo zusammen, Strange Days hier. Ich könnte so abkotzen. Tut mir echt leid, da wird sich nichts dran ändern, aber mir ist eine ganze Folge verloren gegangen, eine ganze Episode. Tatsächlich ist, wir haben es gerade geschafft, in diese Nachrichtenzentrale in Imperial City jetzt einzudringen. Also es ist immer noch dieselbe Mission. Ich bin auch ganz sicher, dass ich unter einer halben Stunde aufgenommen habe, aber ich habe mir auch schon gedacht, dass es nicht so ein präziser Fehler ist, den Camp Studio da produziert. Auf jeden Fall. Letzte Aufnahme in Rauch aufgelöst. Rauch und Träume und so. Ja, ich hatte keine Lust, jetzt die ganze Mission deswegen nochmal aufzunehmen. Ich werde kurz rekapitulieren. Es ist nicht so viel passiert, tatsächlich. Der größte Teil der Mission war ein Rätsel, an dem ich ein bisschen rumknacken musste. Und zwar mussten wir so einen Kreis, ja, drei Kreise von Korridoren ineinander und man musste die Türen irgendwie genau richtig öffnen, damit man durch alle durchrennen konnte. Es war ein bisschen verwirrend. Ich habe es für meine Verhältnisse ziemlich schnell, glaube ich, hinbekommen.
Ja, 20 Minuten, nein, noch nicht mal. Aber ja, ich war ganz zufrieden mit mir, drücken wir es so aus. Und ja, jetzt sind wir in der. Und wir hatten auch eine Begegnung nochmal mit einem Dark Trooper, zum Fliegenden. Der hat mich auch einmal noch umgebracht, deswegen sind wir bei einem Leben. Ja, und jetzt sind wir hier in dieser komischen Nachrichtenzentrale und sehen mal, dass wir diese Mission zu Ende bringen. Falls dieses Video wieder nicht aufnehmen sollte, ja, werdet ihr das hier alles gar nicht zu Gesicht bekommen. Okay. Ich habe auch irgendwie die schwere Befürchtung, dass wir hier noch auf einen. Dass es hier nur ein weiteres Rätsel geben wird. Ah. Schnapp dir nur das Datenband und kehre schleunigst zur Landeplattform zurück. Ich kann hier nicht allzu lange bleiben, bevor mich die Imperialen entdecken. Lass mich verarschen. Damit nicht, dass die Mission jetzt vorbei ist, gleich direkt. Wir haben wenigstens noch 10 Minuten Ballerei. Es lohnt sich nicht, so ein 5-Minuten-Video hochzuladen. Sonst hau ich. Oh nein. Nee, nein, nicht. Weh. Nein, Jane! 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 Gott verdammt! Oh, Jane! Nein! Ach, hier war die doch gar nicht. Hier war gar nicht der Landeplatz. Fuck, 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 fuck. Wo ist der Weg zurück? Wo ist der Weg zurück? Irgendwo hier war das. Oh Gott, die habe ich selbst vorhin gelegt, ey. Um gegen Dark Trooper zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob das noch im ersten Video war. Vielleicht wisst ihr das noch. Nee, genau. Ja, das ist doch richtig. Ah, shit. Wie komme ich wieder hoch? Ich will nicht runter. Oh Mann. In meiner Unfähigkeit muss Jane jetzt sterben oder so. Ich sehe das schon. Gott, wie war denn das hier nochmal? Nein, ich kam von da, oder? Sieht alles so gleich aus hier. Dann wieder runter. Wir müssen. Nein! Meine Fresse. Das wollte ich nicht. Naja, bin ich ja wieder ganz zurück. Oh Gott, ich krieg's Kotzen. Okay, Konzentration mal kurz. Auch falsch. Ich will weiter nach oben. Was begreife ich hier nicht? Das begreife ich hier nicht. Jawohl, gut. Was ist das? Ah, ein Dark Trooper. Oh Gott. Nein, fuck, da ist das. Ist das Boba Fett? Das ist doch kein Dark Trooper. Oh Gott, wir haben auch eine neue Waffe letztes Mal gefunden. Übrigens, die hier. Oder war das vorletztes Mal? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ist auf jeden Fall ziemlich fancy. Wenn man damit was trifft, wenn ich überhaupt mal was treffe hier. Das hört sich echt nach Boba Fett an. Wie krass ist das denn? Bam. Oh. Leider keine Zielraketen. Aber wenn er sich da schön in die Ecke verkriecht, der Idiot. Oh Gott. Ich krieg dich. Ich schwör, Alter. Was hast du bloß mit Jane gemacht? Das ist überhaupt nicht lustig. Nein, falscher Knopf, falscher Knopf. Gott, ich benutze. Jawohl! Die Sekundärwaffen so selten. Und jetzt? Und jetzt? Jane? Oh, Jane. Gott sei Dank. Kyle,
Jen, nicht Jane. Oh, ups. War das jetzt war das. Hä? Also, ich weiß nicht, es hat sich so noch Jetpack angehört, aber oder was? Das ist doch kein normaler Dark Trooper. Ich weiß es nicht. Hoffentlich kriegen wir wenigstens einen schönen Zwischenclip. Nö. Oh Mann. Weiß nicht, wie lange das jetzt war, sondern 5 oder 10 Minuten. Vielleicht haue ich es noch ans letzte Video dran. Ja. Hoffentlich passiert das nicht noch einmal. Aber ja. Jetzt haben wir erstmal diesen komischen Chip entschlüsselt und alles ist wunderbar und ja. Und wir werden die Schmugglerschiffe, wie es scheint, weiter zurückverfolgen können. Auf einen Supersternzerstörer. Ast rein. Alles klar, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.